eigenen Herren Kindheit. Wusste. Auch Janis Niewöhner hat sich jahrelang in Kinderzimmern breit gemacht. Vor allem Mädchen brachte er zum Träumen. Den Stempel Teenie-Schwarm bekam er dann schwer wieder los. Das war dann so ein Moment, wo ich so oft im Endcasting war und alle immer gesagt haben, du bist leider nicht der Typ für die Rolle, weil du bist nicht zu bist nicht so kaputt oder was auch immer. Und dann wusste ich, dass die Regisseurin mich auch eigentlich gar nicht sehen wollte und hat dann mir die Haare abrasiert, Bomberjacke angezogen und dann vor allem aber auch die Rolle so gespielt mit der Energie, die ich hatte, mit der Wut, die ich hatte, dass ich sowas nicht spielen durfte. Und dann ging das, ja. Ab nächste Woche laufen dann also zwei Filme mit dem Trio im Kino. Da kann einem schon mal die Puste ausgehen. Gut, dass die drei immer aufeinander Acht geben.